Und nun ist es leider Zeit für eine neue Folge unserer beliebten Serie. Wie dumm sind wir eigentlich? Wir vergraulen die Letzten, die sich noch für unser Gemeinwesen engagieren. Ja, es ist leider so. Und wenn das so weitergeht, will hier in Deutschland bald keiner mehr Kommunalpolitiker werden. Haben Sie wahrscheinlich auch gelesen, Bürgermeister und Gemeinderäte werden immer häufiger Opfer von körperlicher und verbaler Gewalt. Ja? Was einem da alleine aus dem blöden Internet entgegenschwappt. Du bist hässlich, asozial, schwach und stinkst. Ja. Gut, das war jetzt eine Mail von meiner Frau an mich, aber das Prinzip ist klar geworden. Ja? Nach einer Umfrage unter Bürgermeistern wurden in jeder 12. deutschen Gemeinde Mitarbeiter und Amtsträger körperlich angegriffen. Die Zahl der Gewaltattacken ist seit 2017 um 25% gestiegen. Das ist Wahnsinn. Und das sind alles Politiker ohne Personenschutz. Immer mehr Bürger sitzen offenbar dauerwütend auf dem Sofa und denken, wenn ihre Kommune nicht exakt das macht, was in ihrer verwirrten Birne gerade wichtig ist, dann ist das hier keine Demokratie mehr. Ja, über was die sich aufregen. Das Skurrilste, sag ich mal, war eine Mieterin der Gemeindewohnungen, die hier angerufen hat und gesagt hat, sie möchte einen Termin beim Bürgermeister. Und im Telefonat kam dann heraus, die Schuhe verschwinden vor der Haustür. Die Schuhe sind weg und der Bürgermeister macht nichts, meine Damen und Herren. Ja. Selber engagieren kommt für die meisten Leute immer weniger in Frage. Denn man ist ja voll damit ausgelastet, den ganzen Tag wütend zu sein. Wegen Sachen. Ein Mann ist mit einem Auto ins Rathaus gefahren. Dann kippt er Benzin auf die Rücksitzbank und zündet den Wagen an. Neben seinem Grundstück ist eine Tankstelle abgerissen worden und ein Mehrfamilienhaus gebaut worden. Und das hat ihn sehr geärgert. Natürlich. Natürlich. Ja. Da brettert einer ins Rathaus, weil er um seine Tankstelle trauert. Wo leben wir eigentlich? Wirklich, wo leben wir eigentlich? Und natürlich ist es bei Attacken gegen Politiker völlig egal, ob es FDPler, Grüne oder die AfD trifft. Sowas zerstört das Fundament unserer Demokratie. Kommunalpolitik macht bald keinen Spaß mehr in Deutschland. Das lernen schon die Kleinsten. Bürgermeister, du Hurensohn, suchst du Streit? Tempo 30 gilt für alle, Benjamin. Jetzt hör mal zu, Kollege. Okay, ich nehm's zurück. Du weißt ja, Pissnelke, Dinge können kaputt gehen. Und jetzt macht dieser Nazi-Fant noch den Hitlergruß? Der muss weg. So, es reicht, Benjamin. Du bist festgenommen. Ey. Fliegt ihn weg. Nach Thüringen! Fickt euch, ihr Gutmenschen! Ich komm wieder, Türe! Benjamin, du blöder Assi-Fant! Verpiss dich jetzt und halt endlich den Rand! Ja. So ist das heute. Kommunalpolitik, kein Spaß. Ja. Die Frage lautet natürlich, was macht man jetzt? Mehr Solidaritätsdemos von Bürgern für ihre bedrohten Kommunalpolitiker wären zum Beispiel toll. Das hat in einigen Gemeinden schon richtig was gebracht. Die neuen Gesetze gegen Hate Speech, die Berlin verabschiedet, sind sicher gut gemeint. Aber bei ihrer Anwendung rechnet der Deutsche Richterbund mit, Achtung, bis zu 150.000 zusätzlichen Verfahren pro Jahr. Viel Spaß. Ja. Tatsache ist, immer mehr Bürgermeister suchen vergeblich einen Nachfolger. Und bei vielen Gemeinderatssitzungen in Deutschland liegt der Altersschnitt deutlich überm ZDF, meine Damen und Herren. Und das geht eigentlich gar nicht. Überm ZDF, ein Wahnsinn. Ja. Und bei so viel Nachwuchssorgen kannst du eben leider nicht mehr wählerisch sein, wenn ein neuer Ortsvorsteher in deinem Dorf gesucht wird. Da musst du zur Not sogar einen von der NPD nehmen. So wie neulich in Hessen. Die CDU im Ort erklärt gegenüber dem Hessischen Rundfunk, dass der NPD-Mann der einzige jüngere Kandidat sei. Er kenne sich mit Computern aus und könne E-Mails verschicken. Ja, gut, nur Hassmails, aber Mail ist Mail. Ne? Woher kommt die ganze Wut gegen Menschen, die sich engagieren? Es betrifft ja nicht nur Bürgermeister oder Kommunalpolitiker, die Wut gegen Feuerwehrleute, Amateurschiedsrichter, Sanitäter, ja, auch Sanitäter. Warum? Warum? Allein 2018 gab es 700 registrierte Übergriffe auf Rettungskräfte. Aber zurück zur Kommunalpolitik, vielleicht wäre es eine Lösung, dass die Bürgermeister, die wir noch haben, ihren fehlenden Nachwuchs selber ausbilden. So wie Martin Klempno. Na, dein Leben ist viel zu harmonisch. Die Menschen sind nett zu dir. Dir fehlt der Kick, der Thrill, die Gewalt.
Dann mach mit bei meinem Coaching. Ich mach dich Kommunalpolitiker.de. Das hier ist der Torben. Den bilde ich aus als mein Nachfolger hier im Dorf. Und Torben, Bock? Nee. Das wusste ich. Und los geht das. Nur in meinem Tutorial lernst du alles über so sexy Themen wie Abwasserentsorgung, Grünschnittverordnung, Liegenschaftskataster oder Sportstättennutzungsentgelte. Geil! Sportstättennutzungsentgelte. Kommunalpolitik, das ist viel mehr als Blumen zum 80. von Oma Hilde. Nein, auch zum 75. Geburtstag von Oma Gisela. Ich dreh durch. Oder zum 105. von... Nee, doch nee. Gib dir die volle Dosis Dorfleben mit Highlights wie Schützenfest, verkaufsoffener Samstag und natürlich wöchentliche Konzerte vom Frauenchor Klimakteria 09. Mega. Ich mach dich kommunalpolitiker.de. Für Torben wird hier gerade ein Traum wahr. Lass den Traum auch für dich wahr werden. Dorfbürgermeister, alle hassen dich und du kriegst kaum Geld. Tom, hey Tom, wo willst du denn hin? Du musst das jetzt hier machen. Ich will hier raus. Bitte. Also, Jürgen, bleib doch da. Hartwig, Hartwig, bitte. Martin Klettner. Ja. So. Aber es bleibt natürlich die zentrale Frage, woher kommt die ganze Wut? Woher kommt die ganze Rechthaberei? Meine Theorie ist ja seit Jahren, das hat mit Reizüberflutung zu tun. Also mit unserer immer komplexeren, globalisierten Welt. Das muss doch nicht so bleiben, meint Till Reiners, meine Damen und Herren. Die etwas andere Meinung. Alles muss viel einfacher werden mit Till Reiners. Na, sind Sie auch überfordert? Fragen Sie sich, es gibt so viele Themen auf der Welt. Was habe ich nur für eine Meinung dazu? Das muss doch einfacher gehen. Geht es? Einfach Meinungen grundsätzlich vermeiden. Also bei sich anbahnenden Diskussionen einfach sagen, Neonazis, das ist Geschmackssache. Ja. Überhaupt muss man zu viel Nachdenken vermeiden. Spielehersteller haben das erkannt. Monopoly wird, kein Scheiß, in einer verkürzten Version neu aufgelegt. Das Gefängnis wird abgeschafft und die Gemeinschaftsfelder. Und der Hersteller begründet das so, wegen Schulstress, Handys und Computern haben Kinder nicht mehr so viel Zeit für Brettspiele wie früher. Ein Spiel mit dem neuen Monopoly soll statt bisher durchschnittlich 3 Stunden nicht länger als 30 Minuten dauern. Und auch für Scrabble wird es eine schnellere Version geben. Ich weiß jetzt nicht, wie die aussieht, aber ich freue mich wie ein Schnitzel drauf. Mein Vorschlag wäre, die Buchstaben wegzulassen. Toll, und schon kann man was anderes machen. Es gibt überhaupt viele Dinge, wo man das Ergebnis direkt vorwegnehmen kann. Die deutsche Durchschnittsehe hält 14,7 Jahre. Warum so lange auf die Scheidung warten? Einfach mal das Denken aus dem Käfig der Logik befreien. Und Menschen schätzen Dummheit. Erinnert euch mal an den Anfang, also euren. Ja, man kommt dumm auf die Welt und alle lieben einen. Man schreit und kackt ein, alle Welt liebt einen. Die Metzgerin gibt einem eine Scheibe Kindermortadella auf die Faust. Einfach nur, weil man gerade an der Wursttheke rumlungert. Und dann wird man älter und klüger. Und je klüger man wird, desto weniger Menschen finden einen niedlich. Ich lungere noch heute vor der Wursttheke rum. Keine Chance. Zu klug. Deswegen gar nicht erst mit dem Denken anfangen. Und viele machen da instinktiv schon alles richtig. Ob da immer die Richtigen klatschen. Ja. Menschen sind ja komischerweise vor allem schlecht darin, menschlich zu sein. Also angenommen, man schließt 2 Menschen in einen Raum ein und sagt ihnen, das hier ist ein rechtsfreier Ort, da steht ein Kuchen auf dem Tisch, guckt, wie ihr den unter euch aufteilt. Dann kann es gut sein, dass einer der beiden sich denkt, ja, wir könnten den Kuchen gleich aufteilen, aber dann bekomme ich nur die Hälfte. Die Hälfte ist weniger als alles. Und dann geht er hin und er sticht den anderen mit der Kuchengabel. Das ist richtig Arbeit mit so einer kleinen Gabel, aber er will einfach alles für sich. Und dann macht er sich über den Kuchen her, schaufelt ihn in sich hinein und merkt nach der Hälfte, boah, den Rest schaffe ich nicht mehr. Ich glaube, das ist Kapitalismus. Ja. Es gibt also...
Es gibt zwei Geschwindigkeiten der Entwicklung. So, die technische Entwicklung ist viel schneller als die soziale. Komisch. Also alle können sich auf den Satz des Pythagoras einigen, aber nicht auf Frieden. Warum funktioniert technische Entwicklung nicht wie soziale? Bei technischer Entwicklung sagt man ja, guck mal, der Satz des Pythagoras funktioniert. Wie geil ist das denn? Ja, endlich kann ich irgendwas bei rechtwinkligen Dreiecken berechnen. Da. Und genauso kann man doch sagen, guck mal, Frieden, das ist doch für alle geiler als Krieg. Lass es doch jetzt immer so machen. Aber auf Frieden haben manche einfach keinen Bock, weil sie den ganzen Kuchen haben wollen. Erwachsenen muss man immer wie Kindern von Neuem beibringen, dass Krieg pfui ist. Nein, Pascal, nicht dem Dominik mit der Kuchengabel ins Auge stechen. Guck mal, wenn du der Dominik wärst, würdest du dich auch nicht über eine Kuchengabel im Auge freuen. Es wäre so schön, wenn es wenigstens umgekehrt wäre. Also, alle einigen sich auf Frieden, aber niemand auf den Satz des Pythagoras. Ich kann es mir gut vorstellen auf einer Mathematikerparty. Wie ich rechtwinklige Dreiecke berechne, ist meine Sache. Ich fände es okay. Klar, es würden bestimmt mehr Hochhäuser einstürzen, aber nicht aus böser Absicht. Till Reiners, meine Damen und Herren, vielen Dank.